Hallo anderen und willkommen zurück zu Warframe und heute machen wir im Steelpath weiter und mit dem Update Jade Shadows kam ja auch ein neues Update logisch, also kam ein neues Update klar und da haben wir ja ein cooles neues Feature, wenn man so will, bekommen, was uns ein bisschen besseren Überblick über die Sternkarte gibt, weil wir sehen jetzt anhand der ja goldenen oder türkisen Farben, welche Planeten wir schon abgeschlossen haben, und wir sehen, wir haben alle Planeten schon im normalen Modus abgeschlossen, aber hier sind noch 1, 2, 3 Planeten, wenn man so will, noch türkis und nicht gold, das heißt, die drei haben wir noch nicht im Steelpath abgeschlossen, das heißt, die müssen wir noch machen, und hier bei Deimos zeigt es ein bisschen falsch an, weil hier haben wir eigentlich auch noch Mission im Steelpath, die wir noch nicht gemacht haben, aber hier zeigst du irgendwie trotzdem den Steelpath als abgeschlossen an, also stimmt nicht ganz, aber bis auf das bei Deimos stimmt hier sonst überall, und deshalb gehen wir heute natürlich da weiter und zwar auf einen neuen Planeten, und zwar ist es hier Lua, und ich würde sagen, wir quatschen gar nicht lange rum, sondern gehen direkt hier in die Kreuzfeuer-Auslöschungsmission im Steelpath rein, auf Lua, die erste Mission, und zwar Blato heißt die. Bin mal gespannt, wie weit wir da heute kommen werden. Versuchen auf jeden Fall einige Missionen heute auf Lua fertig zu bekommen. Wäre natürlich cool, wenn wir so 3 bis 4 schaffen. Aber je nachdem, was für Missionen als nächstes kommen, kann es natürlich schneller oder eben langsamer auch gehen. So, und wir müssen hier erstmal versuchen, die Inkarnform aufzuladen. Und dann hier alle Gegner mal wegmachen. Wir haben anscheinend gerade nicht genug Energie für Raw. Das ist ein bisschen schade. Aber die haben wir jetzt. Sehr gut. Dann kann es ja auch schon losgehen. Da hinten, oh, da ist es. Haben wir ein, ist ein Soma-Chord-Ton, jawohl. Den haben wir sogar noch gar nicht gescannt. Das ist natürlich praktisch. Und dann gehen wir doch hier schön rein. Und brauchen insgesamt 185. Okay, das ist natürlich einiges. Das könnte eine Weile dauern. Aber ich hoffe, dass wir hier trotzdem recht schnell durchkommen. So, in Kanonform ist es immer ganz wichtig, dass wir die haben. Da sparen wir nämlich einiges an Munition und wir machen auch gut Schaden dadurch. So, hier ist noch ein Gegner. Sehr gut. Da drüben war auch noch einer. Okay. Ne, immer noch nicht alle? Okay, jetzt haben wir hier, glaube ich, alle. 70 Meter. Da hat sich noch einer versteckt. Und gut. Ah doch, die können wir auch wegmachen. Ich wollte gerade sagen, die können wir gar nicht wegmachen, aber doch können wir. Sehr gut. Nice, nice, nice. Und dann geht's hier oben weiter. Oh, da sieht es so aus, als wären hier einige. Ja, sah auf der Karte ein bisschen mehr aus, aber trotzdem nicht so wenig zumindest. Ist schon mal gut. So, sehr gut. Da ist auch noch einer. Hier sind ein paar. Dann hinter uns noch. Die verstecken sich immer ganz schön gut. Die kleinen runden Dinger da vor allem. Die rollenden Gegner, wie auch immer die heißen. Rolly Boys, nenne ich sie einfach mal. ihr wisst, was ich meine, glaube ich, welche ich meine. Die übersieht man immer sehr schnell auf jeden Fall. So, sehr, sehr gut. Und ich muss mal kurz am Ton was ändern. So, sehr gut. Jetzt höre ich, glaube ich, besser. Perfekt. Den Exi muss wegmachen. Und dann ist hier noch ein Gegner. Und dann müssen wir jetzt erstmal einiges an Weg zurücklegen, auch wenn ich nicht glaube, dass es stimmt. Ja, stimmt nämlich nicht, natürlich. Und hinter uns sind jetzt plötzlich auch schon wieder Gegner. So, in Kanonform. Gleich wieder aufladen und wir können mal den Messmuskel nochmal neu aktivieren. Und irgendwie sind da hinten, jetzt wo wir gerade eigentlich schon waren, wieder Gegner. Okay, das verstehe ich jetzt nicht ganz, wie die da jetzt plötzlich herkommen. Oder wo die herkommen. Aber gut. So, der fliegt da oben rum. Dann, okay, das war es mit dem Gegner. Dann müssen wir jetzt einmal hier, okay, 900 Meter. Ach, ich kann schon nicht mehr reden. 900 Meter können irgendwie nicht sein. Wir müssten hier doch so langsam mal spawnen. Soweit, nee, also. Irgendwas stimmt hier nicht. Okay, hier sind es wieder ein paar, sehr gut. Zumindest ein paar. Aber so richtig viele Gegner auf einmal hatten wir bis jetzt noch nicht. Bisschen schade. Soldier,
Ja, theoretisch könnten wir da interagieren oder das machen mit den Kubas. Aber ich glaube, das lassen wir einfach aus, würde ich mal sagen. So, da sind noch welche. Sehr schön. Und dann brauchen wir wieder die Inkarnenform. Jawohl, sehr schön. Und dann aktivieren wir, glaube ich, auch einmal nochmal Roar. Oh, der hält einiges aus. Ah, okay. Logisch. Hier können wir einmal hacken. Oh, einmal reingehackt, sehr gut. Dann ist hier oben noch einer. Und dann geht's in die Richtung da hinten weiter. Fokus schön mitnehmen. Kann man immer gut gebrauchen. So, und dann Messmaskin einmal nochmal aktivieren, würde ich sagen. Und dann sind hinter uns jetzt doch wieder Gegner. Die spawnen immer, wenn wir weggehen. Richtig gut. So, nochmal einen schönen Eximus. Und dann sind hier auch noch ein paar. Und ein Acolyte spawnen schon. Der spawnt aber ganz schön früh, oder? Ah, ne. Okay, sind schon 5 Minuten drin hier. Holy shit, okay. Okay, den haben wir schnell weggemacht. Ich habe eigentlich gehofft, dass wir die in Kanonform bekommen. Aber das hat gar nicht geklappt. Okay, hier noch. Da hält der Gegner gefühlt mehr aus als der Acolyte gerade. Ich habe die Inkarnenform ein bisschen ungeschickt aktiviert. Okay, hier sind glaube ich noch welche. Dann hier die noch. Sehr gut, Inkarnenform und dann rein hier. Der verfolgt uns dahinter. So, den haben wir auch. Sehr gut. Was würde der denn uns für eine Waffe geben? Die Kuba-Schilder. Ich glaube, die habe ich sogar schon. Und habe jetzt gerade auch keine Lust auf Kuba-Farmen. Auf Kuba-Lich-Farmen. Aber irgendwann müssen wir es auf jeden Fall noch machen, weil wir haben noch ein paar Waffen offen, die wir farmen müssen noch. Und mittlerweile müssen wir schon 204 Gegner machen. Okay. Schon mehr geworden ein bisschen. Noch 32 sind übrig. Also schon noch einige, aber gut. Wir kommen hier so langsam aber sicher durch. Und hinter uns sind natürlich wieder welche gespawnt. Wo auch sonst. In Kanonform bitte, dankeschön. Na komm schon, okay, sehr gut. Jetzt sind es nur noch 10. Die letzten 10 Gegner. Dann haben wir es auch zum Glück gleich schon. War eine etwas längere Auslöschungsmission auf jeden Fall. Dadurch, dass wir so viele Gegner gebraucht haben. Ja, so, und dann hier oben noch den Eximus ersetztes. Okay, nicht als letztes. Ah doch, okay, sehr gut, hat gezählt. Perfekt. Und dann gehen wir hier doch ganz, ganz schnell raus. Und hoffen mal, dass der nächste Missionstyp ein etwas, ja, schnelleren, flotterer ist. Den wir schneller zu Ende bringen können. Wobei Eximus, sage ich, Auslöschung eigentlich auch dazu gehört. Aber die Auslöschungsmission hat es wirklich, ja, 7 Minuten gedauert. Also, ja, schon etwas länger. Gut, aber wir haben es geschafft und sind draußen. Und dann gehen wir gleich schon in die zweite Mission rein. Schau mal, was uns erwartet in der zweiten Mission. Oder haben wir sogar eine Auswahl jetzt an zwei Missionen, die wir machen können? Bin ich ganz sicher. Wir schauen mal. Und zwar ist es, jawohl, haben wir einmal Rettung. Oh, nee, das wollte ich nicht. Einmal Rettung und Gefangennahme. Ah, nice. Okay. Beides entspannt. Ich würde sagen, wir gehen als erstes in die Rettung rein und gehen danach in die Gefangennahme. Und dann schauen wir weiter. Nice, sind auf jeden Fall beides sehr entspannte Missionstypen. Das freut mich. Da können wir jetzt mal ein bisschen guten Fortschritt machen. Aber erstmal müssen wir hier einiges an Meter zurücklegen, um zu den, ja, Gefangenen überhaupt zu kommen. Können wir da unten durch? Ja, können wir. Sehr gut. Mal in Shifter gehen und ein bisschen rumfliegen. Mit der Void-Energie. So. Okay, aber überall hängen bleiben, das bringt natürlich nichts. Gut, dann wechseln wir wieder in Warframe zurück. So, dann... Okay, nach rechts darüber.
Und die ganzen Gegner, die lassen wir einfach mal links liegen. Die sollten uns nicht weiter stören. Jetzt bin ich natürlich gespannt, was für ein Gefängnis das hier ist. Ist, glaube ich, auf Lua ein bisschen anders. Aber wir schauen einfach mal. Autohex, sehr cool. Wir müssen jetzt nämlich hier rein, glaube ich, so war das. Bis jetzt wurden wir noch nicht entdeckt. Ah doch, jetzt wurden wir entdeckt, okay. Vergesst, was ich gesagt habe. So, okay, da müssen wir ja hier einmal reinhacken. Okay. Auch gehackt. Okay, wie müssen wir das nochmal machen? Ich bin gerade verwirrt. Ist der Gefangene hier? Nee, ich bin hier, glaube ich, falsch. Ah, verstehe. Ich verstehe, was wir machen müssen. Wir haben leider nicht mehr so viel Zeit. Und auch mein Messmer-Skin ist weg. Oh, nicht gut. Und nochmal hier rein. Und ich bin tot, natürlich. Okay, dann noch einmal zurück. Jetzt müssen wir noch gut treffen. Komm schon. Nee, das auch nicht. Okay, und die Zeit ist abgelaufen. Nö, no, 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 no. Okay, dann müssen wir gleich nochmal rein. Das ist natürlich ein bisschen ungeschickt. Ich muss mal schauen, ob wir das jetzt beim zweiten Mal hinbekommen. Ich wusste gerade ehrlich gesagt leider nicht, wie man es genau macht. Und ich würde sagen, wir sehen uns jetzt gleich wieder, wenn ich wieder beim Vault bin. Und um euch ein bisschen Zeit zu ersparen. So, wir sind zum Glück jetzt endlich wieder da. Beim Gefängnis und müssen jetzt mal hoffen, dass wir es jetzt hinbekommen. Es gibt hier sicherlich noch einen anderen Weg rein, glaube ich. Ist die Frage, ob wir den finden oder ob wir... Okay, ich wurde entdeckt. Wow. Dann können wir auch hier einfach reingehen. Hat sich das erledigt. So, in Kanonform kurz aktivieren. Dann können wir die Sachen wegmachen. Das würde... Bringt, glaube ich, nämlich schon einiges, wenn wir hier die Geschütze schon mal außer Gefecht gesetzt haben. So, und dann einmal hier reinhacken. Das linke haben wir, ist da unsere... Nee, natürlich nicht. Linke ist es nicht. Dann gehen wir in die Mitte. So, und rein hier. Jawohl, sehr gut. Da ist er doch. Müssen wir nur rauskommen. Die Frage, müssen wir da durchs Portal zurück? Ich gehe mal ganz stark davon aus, ja. Okay, ja, sieht gut aus. Messmus können wir nochmal aktivieren. Und dann nichts wie raus hier. Okay, also eigentlich gar nicht so schwer. Nur ich war ein bisschen zu dumm dafür, wenn ich ehrlich bin. Beziehungsweise auch zu langsam. Ich habe es zu spät gecheckt dann, was ich überhaupt tun muss. Aber gut, wir haben es geschafft. Aber zeigt auf jeden Fall, dass ich schon zu lange keine Lua-Rettung mehr gespielt habe. Und wir haben es geschafft und sind jetzt endlich draußen. Sehr schön. Und dann kann es auch gleich schon weitergehen in die Gefangennahmemission. Ich hoffe, die Gefangennahme gibt es nicht besonders auf Lua. Aber wer weiß. Wir warten mal ab. Sehr schön. Okay, cool. Und dann gehen wir doch mal hier raus und starten in die Gefangennahme rein. Sehr, sehr gut. Und hoffen mal, dass wir wenigstens die jetzt schnell hinbekommen, ohne zu failen. Aber ich freue mich erst, wenn wir es auch wirklich geschafft haben. So, rein da und Messungsgen aktivieren. Und dann müssen wir erstmal einiges an Weg zurücklegen, bis wir überhaupt beim Ziel sind. In der Zwischenzeit oder auf dem Weg dorthin könnte ich mal die Inkarnon-Form auf jeden Fall aktivieren. Wenn hier noch ein paar Gegner sind. Jawohl, sehr schön, perfekt. Wir müssen hier außen rum oder so. Ja, hier geht's lang, sehr gut. Und da vorne ist auch schon das Ziel. So, einmal stehen geblieben, einmal gefangen nehmen lassen, danke. Und dann müssten wir die Mission eigentlich auch schon geschafft haben, oder? Sieht sehr gut aus, perfekt. Nice, nice. Okay, cool. Dann haben wir heute 3 Missionen geschafft, auf jeden Fall. 3 Missionen erfolgreich. Eine davon
haben wir aufs zweite Mal geschafft. Oh, was lag hier noch rum? Okay, das waren Gegner. Gerade gedacht, da wird irgendeine Ressource rumliegen. Ja, die eine Mission, die Rettung, die war, ja, ein bisschen fail, wenn ich ehrlich bin. Aber muss auch ehrlich sagen, dass ich schon zu lange nicht mehr gespielt habe, um das zu checken. Und gerade so Spionagesachen und so auf Lua sind eh auch nochmal anders. Also, das könnte noch alles interessant werden, wo ich mich auf jeden Fall auch nochmal dann überall, ja, reinlesen oder reingucken muss, wie das alles überhaupt funktioniert. Aber, Entschuldigung, ich finde, die ersten drei Missionen haben doch eigentlich jetzt ganz gut geklappt. Waren es auch keine besonderen, sondern eher schnelle Missionen, auch wenn die Auslöschung jetzt am Anfang doch etwas länger gedauert hat, als ich gedacht habe. Aber gut, waren ja auch einige Gegner, die wir da machen mussten. Und jetzt haben wir zwei weitere Missionen zur Verfügung. Einmal die mobile Verteidigung und dann noch die Überlebensmission. Okay, cool. Sind beide ganz gut eigentlich. Und danach, was kommt da dann noch? Wir haben ein gekoppeltes Überleben. Ah ja, das sind die zwei, genau. Dann noch eine Verteidigung und Spionage. Okay, genau, das könnte interessant werden, die Spionage. Und zum Abschluss dann noch eine Störungsmission. Sehr cool. Also sind eigentlich gar nicht mehr so viele. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 Missionen auf Lua, die noch übrig sind. Danach werden wir dann wahrscheinlich auf die Kuva-Festung oder so gehen und dann noch Saruman und, ja, Sanctum Anatomica machen. Weil, ja, wie gesagt, aber habe ich am Anfang gesagt, wird hier zwar als abgeschlossen angezeigt, aber ist eigentlich noch gar nicht. Und das werden wir auf jeden Fall auch noch zu Ende bringen. Für heute war es dann aber erstmal wieder mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, würde es mich natürlich wieder wie immer freuen, wenn ihr einen Daumen nach oben da lassen würdet. Und vergesst natürlich nicht, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, damit ihr keine Videos mehr von mir verpasst. Und ja, dann sehen wir uns hoffentlich in der nächsten Folge wieder oder eben bei anderen Videos. Bis dahin, macht's gut, haut rein und ciao.